Lass uns kurz eine Rhythmusübung machen. Ja? Ich spiele vor und du spielst nach, bitte. Okay, stopp, stopp. Probier mal, das Staccato genauso zu machen wie ich. Nee, ich möchte lebendigeres Staccato, ja? Lebendig? Probier mal, ja. Nee, also kurzes und lebendiges Staccato. Ich spiel's dir nochmal vor. Aber das mache ich doch. Nee, es ist noch nicht das Richtige. Es muss lebendiger sein. Nee. Lebendiges Staccato. Weißt du, was ich meine mit lebendigem Staccato? Nee. Unreflektiertes Wiederholen, bis es funktioniert. Keine Auseinandersetzung mit der Musikalität eines Stückes. Keine Auseinandersetzung mit den Gründen für das Verspielen. Weit verbreiteter Impuls, einfach machen. Klappt möglicherweise bei dem einen oder anderen guten Spieler, berücksichtigt aber nicht, dass der Schüler nicht denselben inneren musikalischen Dialog führt wie die Lehrkraft. Auch Kommunikation muss gelernt werden. Lehrer möchte blau, Schüler spielt lila. Das Problem der Szene liegt beim Unverständnis der Anweisung der Lehrkraft. Der Schüler weiß zwar ungefähr, was gemeint ist, sagen wir die Farbe blau, nähert sich aber nur in etwa an, Farbe lila. Hier ist eine klassische Situation entstanden. Um blau umsetzen zu können, muss man auch blau richtig verstehen. Blau verstehen bedeutet aber, dass die Sinne blau mit allen Konsequenzen erfassen können. Als Lehrkraft muss ich mir die Frage stellen, inwieweit der Schüler in der Lage ist, dies zu tun. Die Brücke lässt sich durch starke Kontrastierung schlagen, wobei sich der Schüler dann von lila zu blau entwickeln kann, da er durch das Benennen des Gegenteils ein klareres Bild vom Ziel bekommen hat. Ich spiele jetzt zwei Rhythmen vor und du benennst sie einfach mal, ja? Wie würdest du das beschreiben? Der zweite war viel spitzer, oder? Ja, das empfinde ich auch so. Okay. Aber dann probieren wir es mal so zu spielen, okay? Also spitz. Mhm. Okay. Cool. Wie nachhaltig das nun neu entstandene eigene Bild ist, lässt sich in der Wiederholung herausfinden. Der Schritt der Kontrastierung muss oft wiederholt werden. Dazu ist es wichtig, Worte zu finden, die das neu entstandene Konzept widerspiegeln. Das Finden einer gleichen Sprache bzw. das Finden eines gemeinsamen Sprachverständnisses ist das Ziel einer gelungenen Unterrichtskommunikation. Alte, unerwünschte Routinen, die beim Üben schon lange ablaufen, müssen erst hinterfragt und dann regelmäßig zurückgedrängt werden. Lehrpersonen kommt hierfür die Verantwortung zu, eine Übestrategie zu entwickeln. Schwierig für die Lehrkraft ist es hierbei auch, eigene Gewohnheiten zu durchschauen und zu durchbrechen. Mit dem Entwickeln einer gemeinsamen Sprache zwischen Lehrenden und Schülern gelingt es, für die komplexen Themen des Musizierens in gelungene Kommunikation zu treten. Miteinander reden, einander verstehen, fördert die Lust am Musizieren. Das Finden einer gemeinsamen Sprache und das Finden eines gemeinsamen Sprachverständnisses ist gelungene Unterrichtskommunikation. Das ist es. Ah, ja. Sehr gut.